Donald Trump, the next president of USA, oder die seltsam Kenzi Video, der nächste Präsident der USA wird garantiert Donald Trump heißen. Das dürfte heute schon sicher sein, weil einfach in den USA die Republikaner an die Regierungsmacht kommen werden und die anderen Kandidaten werden in den Vorwahlkämpfen in Kürze keine Rolle mehr spielen, sondern einzig und allein wird als Präsidentschaftskandidat dieser Donald Trump übrig bleiben. Es finden in den USA ja bereits Fernsehdiskussionen statt, und es zeigt sich, was für schwache Leute sich dort als Präsidentschaftskandidaten bewerben, Leute, die selbst in den USA fast niemand kennt, und vor allen Dingen sind das Politiker, die schon jahrelang in der Politik sind und im Grunde genommen nichts bewirkt haben. Man hat es ja bei einer Kundgebung in Iowa gesehen, welchen Zulauf Donald Trump hat, weil dieser Immobilienmilliardär niemanden verpflichtet ist, den Mund sicherlich etwas voll nimmt, aber eben eine ganz neue Politik ohne Rücksicht auf Logo-Kreaturen machen kann. Ich bin sicher, dass dieser Donald Trump in den Endwahlkampf in den USA einziehen wird. Dort wird er auf so eine schwache Gegnerin wie Hillary Clinton treffen, die in Wahrheit in den USA niemand als Präsidentin haben will. Hillary Clinton profitiert nur davon, dass ihr Ehemann einst ein erfolgreicher Präsident gewesen ist, aber Hillary Clinton hat sich als Außenministerin der Obama-Regierung keinerlei Sporen verdienen können und gezeigt, dass sie eigentlich politisch nicht sonderlich fähig ist. Und deshalb glaube ich, ja, ich bin mir sogar sicher, dass die Republikaner die nächste Wahl in den USA gewinnen werden, und da der Kandidat Donald Trump ist, ist sicher, dass der nächste Präsident der USA auch Donald Trump heißen wird. Es hat sicher auch gezeigt, dass dieser Donald Trump auf seiner Wahlkampftour in Iowa verkündet hat, eine ganz neue Politik zu machen und die Grenzen der USA für Muslime und möchte gern Flüchtlinge total zusperren. Und das hat natürlich die deutsche Politik auf den Plan gerufen, und deshalb wird dieser Donald Trump in der deutschen Presse auch so herabgewürdigt, weil er eben auch nicht in die Flüchtlingspolitik der deutschen Regierung reinpasst. Donald Trump hat sich ja in Iowa deutlich und klar auf seine Kundgebung darüber geäußert, dass Deutschland auf dem Niedergang sei, nur durch die Flüchtlinge, und hat dabei insbesondere die schweren Vorkommnisse von Silvester in Köln angesprochen, und das ist inzwischen bis in den tiefsten Winkel der USA bekannt, was Flüchtlinge in Deutschland so alles anrichten. Dass das der deutschen Bundesregierung nicht gefällt, ist verständlich, denn die Bundesregierung versucht ja mit allen Mitteln, jegliche Straftaten von Flüchtlingen zu vertuschen, und ärgert sich darüber, dass hier ein Präsidentschaftskandidat in den USA, der auch der nächste Präsident werden wird, die deutsche Bundesregierung darüber maßregelt. Es ist traurig genug, dass wir uns aus den fernen USA sagen lassen müssen, was für schwere Fehler die Deutschen in der sogenannten Flüchtlingspolitik da machen. Und Donald Trump wird auch Präsident und wird auch sicherlich mit der überwiegenden Mehrheit der amerikanischen Bevölkerung gewählt werden, weil er eben persönlich völlig unabhängig ist, niemanden verpflichtet ist und bisher keinen politischen Dreck am Stecken hat. Das ist ein entscheidender Punkt, und so sollte man in Deutschland sich daran auch mal ein Beispiel nehmen. Ich meine damit, die AfD, wobei ich als langjähriges CDU-CSU-Mitglied überhaupt keine Probleme hätte, wenn zum Beispiel nach der nächsten Wahl dieser AfD-Vorsitzende Petri zur neuen Bundeskanzlerin gewählt werden könnte. Die AfD sollte hier einmal ein bisschen mehr Gesicht zeigen, denn es ist doch überhaupt nicht sicher, dass man bei den nächsten Wahlen nach Angaben gewisser Wahlprognosen nur auf etwa 10% der Stimmen kommen könnte. Die AfD sollte mit einem Kanzlerkandidaten oder in den Bundesländern mit einem Ministerpräsidentenkandidaten zur Wahl antreten, um dem Volk zeigen zu wollen, dass man auch als neue Partei regierungsfähig ist. Zurückhaltung ist hier ganz bestimmt nicht angebracht, wenn die AfD versagt, Hauptsache wir kommen ins Parlament. Die AfD sollte um die Regierungsmehrheit kämpfen und bei der nächsten Bundestagswahl einen Kanzlerkandidaten stellen, genauso wie sie bei den nächsten Landtagswahlen einen Ministerpräsidentenkandidaten stellen sollte.
Schauen Sie nur nach Spanien 1980, dort hatten die Falangisten aufgrund freier Wahlen immer eine satte absolute Mehrheit, und dann kommt da ein Forscherkandidat von der Sozialistischen Partei, der man vor der Wahl höchstens 8% der Stimmen prognostiziert hatte, und macht nach der Wahl sage und schreibe 54% die absolute Mehrheit. Spanien stand damals auch irgendwo am Scheideweg, genauso wie heute Deutschland am Scheideweg steht, und der Untergang Deutschlands durch diese falsche Flüchtlingspolitik der amtierenden Regierung vorausgesagt werden kann. Und deshalb sage ich, die AfD sollte mit dem gleichen Anspruch in den Wahlkampf, in den Bundestagswahlkampf und auch in den Landtagswahlkampf, mit einem festen Kanzlerkandidaten und einem festen Ministerpräsidentenkandidaten ziehen, genauso wie man es derzeit in den USA macht. Es bestehen sehr gute Chancen, dass dadurch die AfD nicht nur lächerliche 10%, sondern vielleicht 25% der Stimmen bekommen könnte. Es gibt heutzutage immer mehr Wechselwähler, und die AfD sollte in ihrem Wahlkampf sich auch immer auf die Demokratie berufen und dem Wähler klar und deutlich sagen, dass man diese Partei, wenn sie die Regierungsmacht übernimmt, dass man diese Partei nach der nächsten Wahl in 4 Jahren ja wiederum abwählen kann. Ich sage es ganz deutlich, und ich sage es als langjähriges CDU-CSU-Mitglied, ich würde mir wünschen, wenn es in Deutschland endlich einen Politikwechsel geben würde, zur AfD, da würde sich nämlich in Wahrheit für den Bürger gar nicht so viel ändern, denn es ist völliger Quatsch, wenn hier immer behauptet wird, insbesondere von dieser kaputten SPD, wenn die AfD an die Macht kommt, das wäre angeblich genauso, wie 1933. Die Nazis an die Macht gekommen wären. Das ist eben nicht so, die AfD ist lediglich eine rechtsliberale Partei, die aber die Grundsätze der Demokratie in allen Belangen verteidigen wird.